herzlich willkommen zu einer neuen wunderschönen Ausgabe von Remastered. Ich bin Fabian, heute mal ohne Dennis. Ja, genau, heute zocke ich, wie gesagt, ohne den Retro-verrückten Dennis und auch nicht Retro-verrückt, sondern tatsächlich mal auf dem PC. Tatsächlich auch etwas Aktuelles. Und zwar heißt der Titel The Culling. Natürlich, wie könnte es anders sein? Heutzutage sind Survival-Elemente im Spiel impliziert. Wer den Film Battle Royale kennt, kann sich vielleicht schon ein bisschen was darunter vorstellen. Und zwar geht es darum, man hat halt, man ist eine Person, startet auf einer Insel oder in einem abgesperrten Gebiet. Es ist eine Art Spiel, auch der Film The Gamer ist so ein bisschen ähnlich vielleicht. Und ja, man startet erstmal mit nichts, außer dem, was man sich hier in diesen Loadouts am Anfang halt einstellen kann. Man kann halt hier verschiedene Fähigkeiten einstellen. Ich habe hier Movement Speed erhöht um 10%, ein Tough Mother, das heißt mein Schaden ist reduziert um 10% und meine Airdrops, es gibt nämlich Airdrops, die man sich freispielen kann, diese hier verschiedene. Die beinhalten immer verschiedene Waffen und beispielsweise Dynamit oder Stamina Shot, Booster, also ein Kram. Die kann man sich freispielen und dann halt bestellen an solchen Abwurfpunkten und ich habe eben eingestellt, dass sie besonders schnell kommen. Ja, man startet halt an sich mit nichts, außer eben das, was man hier in seinem Perk festgelegt hat. Man kann da einstellen, dass man irgendwie beispielsweise mit Armor startet oder so, also Waffen aber nicht. Ja, man wird auf einer Insel ausgesetzt in diesem abgesperrten Gebiet und dann gibt es ein Alle gegen Alle, Free for All. Ja, man kämpft halt ums Überleben, die Zone wird immer weiter verkleinert, die Leute bekämpfen sich, man kann so ein paar Sachen craften, zum Beispiel Bandagen aus zwei Holzstöckern, ja, oder eine Bandage und ein Holzstock zu einem behelfsmäßigen Rucksack umfunktionieren oder einen Speer bauen mit zwei Steinen, die dann als Messer erscheinen und dann kann man das Messer mit dem Stock kombinieren und so weiter, aber es geht eigentlich eher darum, dass man gewisse Punkte sammelt, die Funk heißen, F-U-N-C, die muss man eben verdienen und ja. Wenn man die beisammen hat, dann kann man entweder seinen Airdrop rufen, kann verschiedene Kisten aufmachen, es gibt auch Gratiskisten, es gibt verschiedene Häuser eben, wo Waffen und ähnliche Sachen zu finden sind, die kann man wieder am Automaten verkaufen, um wieder diese Funkpunkte zu kriegen, um seinem Airdrop näher zu kommen oder neue Waffen eben aus Kisten zu kriegen, genau, und ja, der Letzte überlebt, die Zone wird immer kleiner, es gibt so Gastanks, die man auslösen kann, die aber auch mit der Zeit von alleine ausgelöst werden oder vom Spielleiter quasi und ja, dann wird die Map immer kleiner, durch das Gas stirbt man, deswegen werden alle gezwungen in der Mitte der Map am Ende zusammenzukommen und dann gibt es eben einen Showdown. Ist online, ich warte jetzt wie ihr seht halt ein bisschen, weil das spielen im Moment ziemlich viele, ist relativ neu auf dem Markt. Ist glaube ich auch noch in einer Alpha- oder Beta-Version, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ändert sich noch was. Im Moment gibt es halt glaube ich nur diese eine Map. Genau, man kann das auch im Team zocken, zwei Leute dann halt online, die sich kennen über Steam oder sonstiges. Ja. So, jetzt geht's los. Ich joine, man wird halt, man startet in so einer kleinen Blechkiste, hat dann 10 Sekunden Zeit, dann beginnt der Start und man ist irgendwo ausgesetzt. Ja, man sollte sich am Anfang beeilen, hier rechts sehen wir schon einfach diesen Abwurfpunkten, sollte sich am Anfang beeilen eben schnell ein Gebäude aufzusuchen, um eben irgendwelche Sachen einzusammeln, Messer, Waffen, hier diese Skelette, die man immer wieder findet oder auch Totenköpfe, die einem durch so Fliegen-Sound angezeigt werden, die bringen eben diese Fangpunkte schon mal ein Stück weit zumindest. So, hier sehen wir Automaten, der eine rechts, der rot ist, um Gegenstände in Leben umzuwandeln und der andere ist dafür da, um eben Sachen sich zu besorgen. Es hört sich so an, als ob hier noch einer wäre. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Hier ist tatsächlich, glaube ich, einer. Man hört ja schon, dass irgendwas geöffnet wird. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich schnell irgendwas finde. Da hinten steht auch schon einer. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und direkt hat er mich gesehen. Das ist natürlich scheiße, weil er natürlich eine Waffe hat. Ich habe doch gar nichts. Ich habe nur diese Explosive Runs, die mich eben befähigen, schneller zu laufen. Ich versuche jetzt erstmal zu flüchten. Weil er hat ja schon eine Waffe. Ich hatte eben noch gar nichts. Durch diese Explosive Runs kann ich jetzt eben eine Zeit lang schneller laufen. Ihr seht, meine Stamina geht trotzdem runter. Aber man kann halt auch im Faustkampf gegen die Leute kämpfen, aber es
bietet sich doch an, zumindest eine behelfsmäßige Waffe zu haben, weil sonst wird es doch extrem schwierig. Also ich habe zum Glück noch diesen Man-Tracker finden können hier. Dadurch wird mir zumindest angezeigt, wo der Typ jetzt gerade rumrennt. Da unten habe ich ihn auch noch gesehen. Ist jetzt halt so ein bisschen Feigling-mäßig. Oh, hier seht ihr so eine Gaswolke, die ausgelöst wurde da hinten. Dementsprechend ist hier auch wohl schon jemand gewesen. Hier habe ich vielleicht noch Glück. Ja, da ist noch eine grüne Kiste. Die ist gratis und die wurde noch nicht geöffnet. Da kann ich halt Sachen drin finden. Die blauen kosten eben 50 Punkte. Ja, jetzt habe ich hier so eine Crowbar. Damit kann ich schon so ein bisschen was anfangen. Allerdings natürlich ärgerlicher Start, wenn man direkt im ersten Gebäude jemand anderen trifft. Normalerweise oder oftmals hat man erstmal das erste Gebäude eben für sich und kann da so ein bisschen looten. Okay, mein Inventar ist voll. Jetzt verkaufe ich schnell was für eben diese Fangpunkte, um einem Airdrop näher zu kommen. Ihr seht auch hier links oben das Symbol. Das lädt sich halt immer weiter auf. Und wenn es voll ist, dann könnt ihr euren Airdrop eben auslösen. Jetzt habe ich hier noch Pfefferspray gefunden. Diesen Man-Tracker, mit dem kann ich halt immer gucken, ob irgendwer in der Nähe ist. Okay. Scheint gerade nicht so der Fall zu sein. Und hier seht ihr eben die Anzahl der Punkte, die man bekommt fürs Recyceln. Ich kann mal kurz hier auf Escape gucken. Man sieht hier so ein paar Sachen, die man sich craften kann. Messer, Speer, Bow, Blowgun und so weiter. Armor kann man sich machen eben. Man kann Waffen, Fallen machen. Man kann Munition eben machen. Und hier links ist mein Airdrop, Smuggler, der beinhaltet ein Messer, einen Rucksack und eben diesen Man-Tracker, den habe ich jetzt schon und der kostet mich 80. Den Man-Tracker verkaufe ich jetzt, weil den kriege ich ja eh gleich. Und die sind halt unterschiedlich stark, die Airdrops, und kosten eben auch unterschiedlich viele Punkte. Man kann sich auch verschiedene noch irgendwie freispielen. Ich glaube vor allen Dingen, wenn man von anderen Gegnern den Airdrop klaut, dann kriegt man den auch in seine Liste. Meine ich zumindest. So, das sind diese Gastanks, die kann man auslösen und kriegt dafür 5 Funk und ist halt auch so, wenn einer in der Nähe ist oder so, kann man den halt damit einschließen und der erstickt dann. Oder wenn er es nicht schafft, zumindest stirbt er dann. Hier seht ihr, wie das Gas sich ausbreitet, relativ schnell, da muss man dann immer flink sein. Trotzdem versuche ich hier noch dieses Gebäude eben zu looten, wenn da noch keiner war. Ja, hier gibt es auch noch diese Punkte. Ja, im Moment seht ihr, es ist noch relativ unaufgeregt, aber wenn man halt Leute trifft, dann kann man doch schon leicht in Panik geraten teilweise, weil es halt echt schon ja, halt ein Duell auf Leben und Tod ist, und wenn man dann noch keine Waffe hat, dann ist man halt schon ziemlich aufgeschmissen. Wenn man eine Waffe hat, dann kann man natürlich ja, den Kampf aufnehmen. Je nachdem, man muss halt immer ein bisschen abwägen, was haben die Leute für eine Waffe in der Hand. Ja. Hier, das sind diese Drop-Punkte, da kann ich halt meinen Airdrop auslösen. Da jetzt das Gas allerdings kommt, weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe vorher. Deswegen gehe ich erstmal weiter. Da hinten ist noch so ein Ding. Ich komme jetzt hier in der Mitte auch mal näher. Es gibt halt so einen Treffpunkt in der Mitte sozusagen. Hier habe ich doch noch irgendwo diese Fliegen gehört. Oh, wo sind die Biester? Dann kriege ich noch ein bisschen Fang. Egal, keine Zeit. Aber man sollte halt sehen, dass man auch nicht zu lange einfach dumm rumsteht und so, weil, ja... Das könnte tödlich enden. Es gibt halt auch Schusswaffen, Bögen kann man sich craften. Es gibt später Pistolen, wenn man viele Punkte hat. So, hier, mein Drop ist direkt da, weil ich diese Spezialfähigkeit habe. Ja, das Messer, die Rüstung. Zieh ich direkt an. Der Man-Tracker, den ich eben auch hatte. Ja. Okay, das war's. Die Sachen nehme ich mit und ja. Schau mal da hinten gleich nach. Da scheint irgendwo was zu sein. Three item crates have appeared in the center arena. Okay. Der auch ganz stumm wartet und ja, der hat gehofft, ich renne in seine Falle rein. Mach ich aber nicht, die habe ich zum Glück gesehen. Und jetzt flüchtet er über das Dach, vermutlich hat er keine so gute Waffe wie ich. Hat wahrscheinlich gehofft, der hatte da unten diese Falle ausgelegt. Hat er wahrscheinlich gehofft, dass ich da reinlaufe und dann wird man halt getrappt, ist so ein bisschen, ja, wird festgehalten und eben behindert und ja, dadurch hätte er mich halt gar nicht gesehen können. Okay, jetzt geht's in den Kampf. Rechte Maustaste, damit kann ich so ein bisschen blocken. Cool, kann man die Leute wegstoßen. Er hat leider eine Body Armor, aber ich habe auch eine zum Glück. Okay, jetzt hat er Pfefferspray benutzt.
Jetzt sehe ich nichts. Bin halt eben blind. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil ja, man doch stark eingeschränkt wird, wie ihr seht. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch eine Chance habe. Nein, jetzt hat er mich nochmal mit Pfefferspray behandelt. Das ist natürlich richtig mies. Trotzdem habe ich vielleicht noch eine Chance. Okay, er hat nur einen Hammer, meine Waffe scheint besser zu sein. Aber ich bin so gut wie tot. Ich weiß nicht, ob er es nicht auch ist. Ich hoffe es zumindest. Okay, ich habe noch 11 Leben, deswegen trete ich jetzt die Flucht an. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Okay, er verfolgt mich. Ja, das könnte tödlich enden. Ich versuche jetzt irgendwie zu entkommen, aber meine Stamina ist halt ziemlich down. Ich hoffe halt, hier unten geht es jetzt Richtung Mitte. Ich hoffe, dass ich irgendwie wegkomme und vielleicht einen Gastank oder so finde, den ich schnell auslösen kann. Aber wahrscheinlich werde ich bei dem Versuch sterben. Shit. Allerdings bin ich... Na, jetzt hat er mich. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, er hat mich erwischt, ihr seht. Alles ist voll Blut, ich bin tot. Man kann noch kurz gucken hier, wer mich da erledigt hat. Es war, ja, leider ein jähes Ende, ein sehr schnelles Ende, deswegen, ja, mache ich direkt einfach noch eine Runde. Zumindest schon mal so einen Eindruck bekommen von dem Spiel. Ja, leider, ja, im Kampf hat er mich besiegt mit seinem Hammer. Ich weiß gar nicht, die Waffe ist, glaube ich, gar nicht mal besser als meine eigene Waffe, aber... Es kommt halt auch sehr darauf an, wie sehr man blockt, in welchem Moment man dann wieder zuschlägt und vielleicht hatte seine Rüstung auch einfach noch mehr. Rüstungsschutz, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall hat er mich leider besiegt und das ist sehr schade. Normalerweise sollte man dann doch schon ein bisschen länger durchhalten. Dabei hatte ich sogar schon meinen Airdrop und eine ganz gute Waffe. Ich könnte natürlich jetzt mal zur Demonstration einfach mal meinen Airdrop wechseln. Ihr seht hier die verschiedenen Airdrops mit den verschiedenen Sachen eben. Vielleicht nehme ich jetzt mal... Was nehme ich denn mal? Ich glaube... Ne, ich nehme jetzt mal hier diesen Dwarf, oder? Na, ich nehme mal diesen Survivalist. Aber dann noch Body Armor auch. Eine taktische Machete. Tier 3 ist das. Das sind halt immer verschiedene Waffenklassen. Ein Medikit halt, um sich zu heilen, Stamina-Shot, um halt eben seine Ausdauer kurzzeitig zu erhöhen. Die Sachen verkauft man aber meistens eh, weil man, ja, man kann sich theoretisch einfach eine Bandage craften und Stamina-Shot. Hätte ich jetzt gerade gebrauchen können, dann wäre ich ihm entkommen, aber ja, eigentlich verkauft man es immer. Weil man eben diese Fangpunkte generieren will, um sich halt dadurch neue Sachen leisten zu können. Okay, jetzt geht's wieder los. Wieder gleich 10 Sekunden Zeit. Oh, ein kleiner Bug. Ja, ist ja wirklich noch nicht ganz ausgereift, die Version, aber eigentlich läuft alles schon. Hoffe ich, dass ich ein bisschen mehr Glück habe. Jetzt auch gerade, dass ich direkt im ersten Haus eingetroffen habe, war natürlich ein bisschen unglücklich. Dadurch konnte ich das überhaupt nicht looten. Nur so ein ganzes Bruchstückhaft und ja. Okay, hier ist direkt ein Gebäude. Das ist schon mal sehr gut für den Anfang. Direkt noch ein bisschen Fang. Schauen wir mal, ob ich... Oh, noch mehr. Das ist sehr gut. Das ist ein guter Start, glaube ich. Also je nachdem, ob das hier direkt irgendwer ist. Aber eigentlich ist man halt echt ein bisschen weiter auseinander in der Regel. Ich hoffe, das ist diesmal auch der Fall. Und direkt einfach mal. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Okay, jetzt machen wir Bandage. Sehr schön. Oh, sehr schön. Und direkt auch noch eine Waffe. Jetzt muss ich schnell was verkaufen, um die Sachen einzusammeln, bevor irgendwer kommt und mich dabei stört. Ich weiß gar nicht, wo hier die Automaten sind. Leider waren die drin. Ich weiß es gar nicht mehr. Shit. Okay, dann werfe ich das erstmal schnell weg. Die Machete ist halt schon relativ stark. Man sieht halt auch hier immer, ne? Wundintensität ist ganz gut. Speedrating nicht so hoch, aber der Schaden ist relativ hoch schon und... Vor allen Dingen ist sie auch relativ lang und dadurch hat man eine gute Reichweite.
Also, ich finde jetzt ziemlich viel Funk, was für den Anfang echt gut ist. Ich hoffe, dass ich jetzt den Automaten noch welche entdecke, damit ich den überschüssigen Kram hier loswerde schnell, bevor irgendwer hier kommt und mitlooten möchte. Schimpfen nicht auch immer die Durchsagen. Somebody just was beaten to death. Das ist immer sehr schön, die Durchsagen. Irgendwer wurde gerade zu Tode geprügelt. Oh, und noch eine Waffe. Also, das ist wirklich ziemlich glücklich jetzt hier. Kaufe ich erstmal schnell die Sachen. Man ist halt immer so ein bisschen unter Zeitdruck. Ne? Es könnte irgendwer halt hier kommen und die Sachen auch looten wollen. Mal gucken, okay, da. Ah, die ist schneller und Wunden sind ein bisschen intensiver, macht aber weniger Schaden. Da ist natürlich die Frage, was man nehmen soll. Ich glaube, ich nehme sogar diese rohrzangenartige Ding hier. Steel Pipe, ich glaube, die nehme ich. Das Medikit verkaufe ich auch, dann habe ich bald schon. 90 habe ich jetzt, dann habe ich bald schon so viel, dass ich mir eben einen Airdrop leisten kann. Oben war ich ja auch noch nicht und hier unten ist vielleicht auch sogar noch was. Ne, hier gibt's nix. Aber oben, manchmal gibt es auch so noch so Fässer oben. Hier kann man sogar sehen, wie viele schon gestorben sind und ja, wie viele noch leben. Genau. Hier sind alle Gebäude auch, das, alle Schränke, alle Gebäude natürlich nicht, doch nicht. Halt immer ein Indiz, wenn vier Schränke auf sind, dass schon jemand hier war, aber ich glaube, hier lag es einfach daran, dass so ein paar von Anfang an einfach auf waren. Hier höre ich noch irgendwie wieder die Fliegen, aber das scheint drin gewesen zu sein. Ich habe es wohl übersehen. Hier ist noch so ein Tank, die kann man halt auch looten. Kriegt wieder noch Fangpunkte. Dauert halt einen Moment. So, 112 habe ich, ich brauche 100, dann kann ich jetzt meinen Drop schon holen. Hat schnell noch eine Lade- oder Aufrufstelle irgendwie, wo halt der Abwurf gestellt werden kann. Hier ist noch so ein Fass, das ist ja ein guter Start. Ich hoffe, ich verkacke es jetzt gleich nicht dumm im Kampf oder so. Okay, hier ist nichts mehr. Dann suche ich mal so einen Droppoint. Hier oben sieht man auch nochmal ganz schön, wer gestorben ist, wer noch lebt, wer wie viele Kills gemacht hat. Hier habe ich wieder diese Fliegen, aber irgendwie. Manchmal sind die auch einfach scheiße platziert und man findet die kaum, weil die irgendwie so halb im Gebüsch oder so versteckt sind. Da ich jetzt eigentlich eher ein bisschen im Stress bin, beeile ich mich mal. Ist hier eine rote Kiste, die kriege ich nur auf, wenn ich irgendwelche Explosiv-Sachen habe. Es gibt Granaten, Dynamit und so Remote Control Explosives, also so fernzündbare Sprengsätze. Ja. Suche ich mal weiter nach so einem schönen Droppunkt. Aber ich habe ja auch schon eine Waffe, ich bin jetzt nicht mehr so ganz angewiesen, aber ist auf jeden Fall nicht dumm. Hier war scheinbar noch keiner, weil die Tür ist zumindest zu. Gehe ich doch mal rein, bevor ich das Gas auslöse und gucke, ob ich hier noch was finde. Okay, die Türen sind auch alle zu. Das sieht ganz gut aus. Hier, diese blauen Kisten kann ich halt jetzt theoretisch auch öffnen. Das mache ich sogar. Einfach nur wegen der Überraschung. Und manchmal findet man halt echt sehr starke Sachen. Ja, das war jetzt natürlich absoluter Crap. Orangensaft, super. Ist natürlich immer Risiko, jetzt habe ich 50 Pfund quasi verschwendet, aber naja. Dafür gibt es hier eine Gratis-Box, das ist auch sehr geil, die grünen sind halt umsonst. Und Dynamit, das ist schon mal geil, da jetzt muss ich nur schnell mein Crap hier verkaufen. Die bekannte Muscle-Man-Mill. Okay, jetzt ist gleich Loot Pinata nennt sich das. Das wird immer angesagt. In der Mitte gibt es jetzt gleich drei Kisten werden gespawnt, von denen eine Inhalt hat, also Loot, irgendwelche Waffen und so. Und die anderen beiden machen 15 Schaden und explodieren halt. Muss man sich halt immer überlegen, ob man da dann hin möchte, weil auch halt viele hingehen und natürlich man dann ins Partkreuz gerät.
Ist aber natürlich auch eine gute Chance, um ja, Loot zu kriegen. Frage, ob einem das Risiko wert ist. Nein. Ich verkaufe den Orangen da. Ja, 142 Punkte. Ich kann meinen Job immer noch auslösen, obwohl ich jetzt gerade hier schon die Kiste geöffnet habe. Das ist ganz gut. Da hinten seht ihr die Mitte, da mit diesem roten Schriftzug und diesen Fluglichtern. Da will ich jetzt aber gar nicht hin, nur halt weg von dem Gas. Oh, irgendwer hat ein Schwert. Das ist natürlich böse. Es gibt so Katana-Schwerter. Hat ja eben auch so ein Schwert, aber es gibt halt auch noch deutlich stärkere. Das ist immer gefährlich. Man hört halt immer schon an den Ansagen, ob irgendwer irgendwelche bösen Waffen mit sich führt. Schlussendlich kann man halt sogar eine Marken umkriegen oder sonst irgendwas in der Art und das ist halt echt richtig böse. Ich hätte sogar den Drop nehmen können mit der Marken. Ich habe so viel Funk jetzt gesammelt. Hätte ich wahrscheinlich bekommen, aber es war jetzt nicht. Okay. Noch einer ist tot. Es minimiert sich dann doch jetzt deutlich. So, ja. Hier ist das Ende. Dieser blaue Zaun da, diese Barriere, die hier irgendwie elektrisch aufgehalten wird, aufrecht gehalten wird, ist halt eben ein Zaun. Man kommt hier nicht vorbei. So ist das Spielfeld halt relativ begrenzt, aber es ist immer noch ein Platz, um sich nicht direkt über den Weg zu laufen. So, das Bild ist jetzt so grau geworden, weil ich habe keine Stamina mehr. Wenn ich hier quatsche, ja, bin ich aber durchgesprintet und bin jetzt außer Puste, wie man unschwer auch hört. Da ist ein Abwurfpunkt, da könnte ich jetzt mal eben hingehen und mir schnell meinen Drop besorgen. Ich glaube, die Waffe sollte auch besser sein, weil ich habe jetzt hier Tier 2, also Stufe 2, diese Pipe, die ist echt nicht sonderlich gut. So, Body Armor kann ich nicht anziehen, dann habe ich mal weg aus meinem Metallsack. Waffe, Stamina Shot, Medkit. Ah, ich habe jetzt natürlich keinen Platz mehr. Ich mache mir jetzt schnell so einen behelfsmäßigen Rucksack. Um eben noch was davon mitnehmen zu können. Dann kann ich immer einen mehr tragen, also einen Inventarplatz kriege ich dann dazu. Dann muss ich mir erst eine Bandage kräften, ihr seht das hier, indem ich zwei Hölzer aneinander reibe. Wie im echten Leben. Fast. So, jetzt mit der Bandage. Prasseln wir 7 Punk. Mache ich mir so einen Möchtegern-Rucksack. Zack. Ja, wo habe ich jetzt meine Waffe hingeworfen? Das ist immer eine tolle Frage. Da. Super. Jetzt kann ich irgendwas noch mitnehmen. Beides kann ich eh nicht mitnehmen. Ich nehme jetzt einfach den Stamina-Shot, gebe mir den direkt. Ich nehme das Medkit mit und renne durch. Ja. Bevor ich es hier liegen lasse. Ihr seht durch diesen Stamina-Shot, der dieses Gelbe geht halt langsam runter und solange habe ich halt einfach durchgehend Power, kann jetzt hier lustig vor mich hinsprinten. Das hätte ich eben halt gebraucht, dann wäre ich dem Typen wahrscheinlich entkommen. Naja. Also ihr merkt das schon, ist oft halt, wenn man so ein bisschen den Leuten aus dem Weg geht und sich erst so ein bisschen aufrüstet. Oftmals sieht man gar nicht so viele Leute zu Beginn des Spiels oder im Verlauf des Spiels, aber gegen Ende spitzt es sich halt einfach zu, weil das Feld wird immer enger und wird halt gezwungen, einfach aufeinander zuzugehen und dann gibt es halt echt so ein ja, ziemliches Deathmatch. Jetzt muss ich mich hier beeilen mit dem Funk aufnehmen, weil das Gas halt kommt. Ja, das geht aber noch. So. Mal hier hoch an sich, vielleicht mal irgendeinen, den ich dann doch mal ja, ermorden könnte oder halt ausschalten könnte, um das Feld so ein bisschen zu dezimieren hier. Weil jetzt eigentlich relativ gute Waffen. Na, hier geht's wohl nicht hoch, dann hier halt um die Ecke. Ich weiß auch nicht, überall die ganze Zeit finde ich hier diese Fangdinger. Ich sehe es zwar gerade nicht, aber ich höre es schon wieder. Also, wie werde ich gerade zugeschüttet damit? Manchmal findet man einfach gar nichts. Naja.
brauche ich jetzt nicht so dringend. Schon wieder irgendwo, also. Naja. So. Hier ist geil, hier ist noch so ein Fass. Also mit Funk habe ich heute echt keine Probleme, also jetzt zumindest. Zack, da kann man übrigens auch draufschlagen oder schießen, dann explodieren die, falls irgendwer das gerade auflädt oder sich da rausholt, kann man das theoretisch in die Luft jagen. Wenn man gut zielt. Und der andere eigentlich bemerkt natürlich. Naja. Noch ein Gebäude, Tür ist zu, heißt natürlich nicht unbedingt viel. Auch hinten an drin. Oh, Center Kill Switch is available, das heißt. Wow, aber hier war wirklich noch keiner. Also irgendwie habe ich heute echt Glück. Mache ich doch direkt die Kiste noch auf. Center Kill Switch heißt, man kann von der Mitte aus, geil, die Rohrzange, die ist doch direkt nochmal besser. Kann halt direkt von der Mitte aus diese ganzen Gastanks aktivieren, dass alle gleichzeitig hochgeladen oder halt eben aktiviert werden. Und dann muss man sich dann doch schon ziemlich beeilen. So, mal gucken, gab es hier noch irgendwas? Noch mehr, also. Krass. Manchmal sieht man ewig, finde gar nichts so und jetzt kriege ich eins nach dem anderen. Mehr als ich tragen kann. Also jetzt muss ich echt mal hier kurz ein Management betreiben und so ein bisschen die Sachen schnell verkaufen. Ja, man will es ja ungern verschenken, ne? Wir hoffen, dass jetzt keiner kommt, wo ich gerade noch schon wieder hingeworfen habe. Dann verkaufe ich auch die Bandage. Scheiße. Jetzt kommt gleich das Gas, jetzt muss ich mich richtig beeilen. Der Alarm ist schon losgegangen. Ich will unbedingt noch die Waffe hier mitnehmen, die ich da hatte. Und das Dynamit vor allen Dingen. Wo waren jetzt diese Rohr? Ach, die Rohrzange habe ich direkt verkauft, glaube ich, ne? Auf jeden Fall sollte man sich jetzt nicht lange aufhalten. Ihr hört schon, das Gas wird jetzt hier ausgelöst, was hier in der Nähe ist. Ich verpiss mich. Es werden halt alle Tanks gleichzeitig ausgelöst, die irgendwo stehen. Das heißt, wenn man in der Nähe von dem Ding ist, hier kommt schon Gas. Das ist richtig scheiße. Dann, ja, da hinten ist auch Gas, also jetzt hat man echt ein Problem und wird halt auch gezwungen, einfach in die Mitte zu gehen. Ich guck mal eben, okay, da hinten irgendwo scheint wer zu sein, aber ja, noch habe ich ein bisschen Zeit. Wird halt immer die Entfernung angezeigt und die Richtung logischerweise, also erklärt sich ja eigentlich von selbst. Gut. Krass, aber ich habe echt lange keinen getroffen, also vorhin kurz und jetzt. Da hinten ist halt der Mittelteil. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt hin möchte direkt. Ich gehe mal eher so drumherum, um diese Gaswolke. Steht halt hier wie so eine Wand, die wird halt echt bis zu einem gewissen Gebiet und dann hört die Abrupt auf. Wenn man reinkommt, dann ja, kriegst du halt ziemlich einen Schaden. Ich glaube, man kriegt auch so Brechreizattacken und so und das ist ziemlich kampfunfähig. Also ist nicht zu empfehlen auf jeden Fall. Vielleicht so eine Art Renngas oder irgend so ein Gedöns. So. Hier ist noch ein Gebäude, hier war aber jetzt mittlerweile bestimmt schon irgendwer, weil kann ich noch mehr Glück haben. Oh, da ist da unten vielleicht sogar. Ne, da liegt nur eine Leiche, okay. Das heißt, hier war auf jeden Fall schon jemand. Wahrscheinlich sogar zwei Leute. Oh, jetzt die Map-Schließphase begonnen, das heißt, die Map wird jetzt immer kleiner. Oh, und das nehme ich trotzdem noch mit, ey. Alles voll, Leute. Und jetzt, ja, die Map wird halt immer enger. Das Gas strömt jetzt halt an den Rändern quasi aus. Man wird gezwungen, eben Richtung Mitte zu gehen, sich eben mit den anderen zu treffen, damit halt nicht irgendwelche Leute einfach in der Ecke campen und hoffen, dass die anderen sich selbst ermorden. Das wäre auch ein bisschen zu doof. Obwohl ich jetzt gerade auch nicht wirklich aktiv auf der Suche bin, aber man will halt überleben. Das ist noch so ein Ding, das nehme ich einfach mal mit. Kostet ja nichts. Macht natürlich ein bisschen auf sich aufmerksam, aber mein Gott, man muss jetzt eh in die Mitte gehen, von daher wird es jetzt spannend, weil jetzt kommen alle in die Mitte so langsam. Es gibt zwei Phasen, dann wird es halt komplett geschlossen in der zweiten Phase, bis diesen minimalen Kreis in der Mitte. Und dann, ja, kann man halt echt nur noch eins gegen eins mittendrin kämpfen. Jetzt hat man halt noch so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten. Ich überlege, ob ich hier das noch vorziehe.
Bah, jetzt habe ich irgendwer hier getasert. Und der hat auch noch einen Katana, das ist richtig schlecht. Scheiße, das hätte ich vielleicht nicht gesagt. Bah, er hat einen Taser, das ist nicht so. Na, der macht mich kampfunfähig, das ist natürlich echt ärgerlich. Ich sollte vielleicht. Klingt zwar dumm, weil ich jetzt schon wieder wegrennen muss, aber. Der hat einfach einen Taser und macht mich kampfunfähig. Jetzt hat er noch irgendwas auf mich geworfen. Irgendeine Rauchbombe, glaube ich. Ja, mit zwei Stöckern macht man sich eben eine Bandage. Ich glaube, ich versuche das jetzt mal schnell. Diese Taser ist halt echt mies, weil wird er dann einfach kampfunfähig und ja, ist dem anderen ziemlich schutzlos ausgeliefert. Ich könnte natürlich jetzt hier schnell das Gas auslösen, falls er hinter mir herkommt. So eine kleine Schutzmauer quasi. Ah, da kommt er tatsächlich und hat mich erledigt, aber zumindest wird er jetzt auch noch vom Gas wahrscheinlich getroffen. Ja, shit. Na gut, ja, ihr habt gesehen, wie das Spiel funktioniert. Ich bin zumindest, glaube ich, unter den... Ja, ich kann es gar nicht genau sehen, aber es dürfen nicht mehr viele am Leben sein. Und ja, ich bin leider nicht unter die Letzten gekommen. Naja, ihr habt gesehen, wie das Spiel funktioniert. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen. Kann man sicherlich noch ein bisschen effektiver, ein bisschen taktischer spielen. Ich spiele halt einfach eher immer so frei drauf los. Bin jetzt auch nicht der mega ehrgeizige Zocker bei solchen Games. Es geht eigentlich eher um den Spielspaß und ja, macht auf jeden Fall Bock, das Spiel. Finde ich, ist eine ganz gute Mischung. Vor allem, weil es halt so schnell geht, schnelle Runden und nicht ewiges Craften, 1000 Jahre irgendwas aufbauen, um dann zu sterben und alles wieder zu verlieren. Wenig Plätze im Inventar und einfach, ja, man fängt an, kann direkt loszocken. Waffen finden, ein bisschen Überraschungsmomente dabei durch die ganzen Kisten und so. Ja, 50.